Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WWE 2K16. Meine Karriere, wir haben die Fehde mit Sting abgeschlossen und haben jetzt ein Match gegen Jack Swagger. Wir sind Richtung TLC und ich habe es ja schon im letzten Video angekündigt, dass ich die Fehde, die jetzt als nächstes kommen sollte, auf mir zukommen lasse. Ich habe ja letztens die Fehden ja so selber ausgesucht. Jetzt will ich die Fehde mal so machen, dass... Mal gucken, was für eine Fehde kommt. Und dann gucke ich mal, ob ich die jetzt mache oder nicht. Also jetzt, keine Ahnung, ich will jetzt keine gleiche Fehde machen wie, keine Ahnung, zum Beispiel nochmal mit Daniel Bryan oder sowas. Schon eine andere Fehde. Außer es ist jetzt Brock Lesnar, da mache ich eine Ausnahme, weil das wirklich ein Rivale von mir ist, kann man ja sagen. Das ist so wirklich die Rivalität für mich in dem Spiel, kann man ja sagen. Und, naja. Oh je. Yeah. Seth Rollins. Seth Rollins. Okay. Naja, soll mir egal sein. Na, soll ich mit Seth Rollins machen oder nicht? Jawohl, schönes Springboard Shooting Star Press. Okay. Erstmal Seth Rollins attackieren. Alles klar. Jack Swagger. Ah, ich dachte schon gerade, er will irgendwie einen Lock ansetzen. Dass er mich irgendwie attackiert oder sowas, eine Art. Naja, passiert nicht. So. Jack Swagger was a two-sport star in football and wrestling. Ultimately, Swagger won. Hallo, ich wollte irgendeinen Springboard Move machen, dann macht er es nicht. Meine Güte. Zack. Did you look before firing? What an idiot. Ah, da kommt der. Sehr schön, das wollte ich mir auch mal zeigen. Look how slow he is to recover here. That was some serious punishment. Danke, Seth Rollins, dass du mir dabei hilfst, dass ich mich regeneriere. Spinebuster an den Start gebracht. Schön. Und dann noch ein Tritt gegen Jack Swagger. Ja, was machst du jetzt, Seth Rollins, hä? Oh Gott. Das Ding ist, ich kann nicht nochmal gegen Seth Rollins machen, weil die Feder hatte ich schon. Außer es passiert etwas Krasses dann, nach dem Match, dann würde ich sagen, jo komm. Kann man ja mal machen, ne? Aber aktuell sehe ich das nicht so. Oh, come on. Imagine what he's feeling, being deliberately deprived of oxygen by an opponent during a match. This is almost insufferable. No kidding, this is getting vicious. Okay. Ah, schöner Hip Toss von Jack Swagger. Honey, missed that one. God, that's gotta hurt. Yeah, you're not doing any damage with swings like that, but keep doing it. The freeze may give him a cold. Ah, der springt. Oh. Jawohl, jetzt kriegt doch mal, geht doch mal der Move vernünftig durch. Und dann noch einen Chokeslam hinterher an Swagger. So. Nein, ich zeige keine Aktion. Oh. Habe ihn irgendwie unfreiwillig geholfen, kann man ja sagen, in dem Dreh. Wow. Dadurch konnte ich meine Stamina nicht aufbauen. Danke.
Danke, Seth. Ja, jetzt ist natürlich das komplett weg, aber naja. Ist ja egal. So. Und Snake Eyes. Okay, come on. Das wollte ich auch nicht machen. Macht denn jetzt? Ah. Auf den Bauch. Alles klar, sein Knie in meinen Bauch hinein. Oh, jetzt verwöhnt er mich schon. Das sollte er nicht tun. Och, Alter. Geil, Seth Rollins, ne? Wie gesagt, wenn danach noch was passiert, dann würde ich die Fehde machen. Wenn sie nicht passiert, dann... Ja. Pech gehabt, würde ich mal sagen, ne? Okay, und... Alter, zeig doch deinen Catching-Finisher. Ja. Ja, wahrscheinlich zu wenig Energie oder so. Das kann ja auch sein. Naja gut, dann zeigen wir einfach einen normalen Finisher. Und mache ihn damit fertig. Zack. Tombstone Pile Driver. Unvergesslicher Moment auf jeden Fall. Und... Ernsthaft, Referee? Nur weil er was sagt, bricht man einen Count auf? Total sinnlos. Also sorry, noch sinnloser kann man auch keinen Finish bucken, oder wie? Okay, dann. Machen wir das erstmal so. Und bauen uns weiter auf. Warten noch ein bisschen. Und einen F5 direkt an den Start gebracht. Kann einmal rausgehen, komm. Übertreib mal, Jack Swagger. Genau. Kickt er noch mehr aus, ey. Tombstone, F5. Nö, nö, nö. Dann zeige ich erstmal die Lucky 13. Die von Corey Graves stammt. Oh Gott. Alles klar. Naja, gut. Wenn man ihn nicht besiegen kann, dann halt so. Ist mir auch Wurst. Nur wenn halt was passiert, ne? Wenn nichts passiert, dann ist mir das egal. Nö. Wenn jetzt nur ein Interview kommt, dann werde ich die Fehde nicht machen. Ist mir dann egal. Weil Pech gehabt. Let's talk about Seth Rollins. How do you feel about him ambushing you tonight during your own match? This isn't the first time I've been through this. If he wants a match, I'm happy to oblige. Let's do this in the ring, one-on-one, and see who is the better man.
Or is that way above his expectations? There you have it. Back to you, Cole. Anscheinend habe ich eine Fehde gegen ihn eingeleitet. Kein Plan. Weiß ich auch nicht, also. Ich verstehe auch nicht, was das soll. Ist ja auch anscheinend keine Fehde. Jo. Oder ist es eine jetzt? Nein, ich habe keine Fehde. Alles klar. Kann ich immer noch eine Fehde aussuchen, theoretisch. Brock Lesnar, alles klar. Ernsthaft, WWE. Was soll die Scheiße? Warum ständig gegen ihn? Die Kreativität ist ja krass einfach. Also, boah. Alter, ist das krass. Sehr gut gelungener Move auf jeden Fall. Meine Güte, ey, was ist das für eine Scheiße auf jeden Fall. Das motiviert mich auf jeden Fall. So. He's going to take another chance. Man, I can't believe it. Not again. Watch it. Und nochmal ein Phoenix Splash auf jeden Fall. Also das Match motiviert mich auf jeden Fall. Gott. Nice! Noch ein ungelungener Move für mir. Meine Güte, was ist das denn überhaupt? Gott, oh Gott, ey. Zack. Very bad things. Oh, you're right about that, Michael. When it comes to Brock Lesnar, I don't know if the WWE has ever had a more... Ja gut, dann belassen wir es. One of the few individuals that doesn't have to say much on the microphone. You can look into his eyes or see how he massacres people in the ring to get an idea of just what... Lesnar kommt wieder raus. Ich dachte es mir schon. Und German Suplex. Nicht durchs Kommentatorenpult, dafür war der einfach zu schlecht von Brock Lesnar. Was für ein dummer Shoot eigentlich, weil... Ja, realistisch gesehen hat das gar nicht gestimmt. Jo, nice. Da, Lesnar vor. So. Viel Spaß. It'll be interesting to see who becomes the alpha male early in the contest. Yeah, the fight is on for dominance. Um 2 count. And that's the way he has to be if he wants to win here tonight. I'm not sure. Yo, Lesnar kontert. Geil. And he fails to connect with anything that time. Und that was some miss, all right. I can feel the breeze. Zack. Jetzt kommt endlich mal der Corkscrew durch.
Janet, mal mehr. So, komm. F5. Okay, dann passt es schon. Kein Bock mehr auf das Match, sorry. Weil es mir scheißegal, ob der zweite Platz oder nicht ist, aber es kann doch nicht sein, dass ich jede Woche gegen ihn antreten muss. Mir so auf den Sack. Okay. Gut, haben meine Woche abgeschlossen, wo eigentlich quasi nichts passiert ist in dem Sinne. Ich weiß jetzt nicht, was mit Rollins jetzt ist, ob ich jetzt wirklich eine Fehde gegen ihn habe oder nicht. Anscheinend ist es jetzt keine Fehde. Vielleicht wird es ja noch gut aufgebaut, man weiß es ja nicht. Das muss man natürlich in den nächsten Folgen abwarten. Mein schönes Wort, ne? Abwarten und Tee trinken. Und ja. Könnte noch immer noch in Matches eingreifen, aber mache ich jetzt mal nicht. Okay. Wollt mich doch eigentlich verarschen, oder? Habt ihr nur Brock Lesnar als Gegner? Ist er nur ab Number One Contender? Ja, ist er. Dumm einfach. Aber vielleicht ist es ja kein Match, man weiß es ja nicht. Auf jeden Fall, ich würde mal sagen, wir hören uns dann in der nächsten Folge. Haut rein und ciao.